Wie kommt es eigentlich, dass, wenn ich hier eine Taste drücke, ganz weit oben in unserer Orgel, 8 Meter von mir entfernt, eine Pfeife erklingt? Sie ist nicht nur 8 Meter weit weg, sondern sie steht auch in dem großen Orgelgehäuse ganz außen. Wie ist die Verbindung von Taste zu dem Tonventil unter der Pfeife? Dazu müssen wir hinter die Tastatur gucken, wie es in meiner Orgel aussieht. Hier sehen wir das Ende der Tasten der 4. Tastenreihe des Hochdruckwerkes. Sieht ein bisschen chaotisch aus, aber jede Taste ist mit dünnen Holzleisten verbunden. Auch die anderen Tastenreihen, jede einzelne Taste ist mit einer dünnen Holzleiste verbunden. Und diese Holzleisten gehen nach oben in die Orgel hinein und treffen dort zuerst auf ein glänzendes Rohr. Das nennt man eine Welle. Dort wird der Zug von der Taste zur Seite umgeleitet. Ziehe ich in der Mitte, wird am anderen Ende der Welle ein kleines Ärmchen nach unten gezogen. Ein kleiner Draht führt nach oben zu der Klappe, dem Ventil. Und man sieht, dass oben eine Öffnung ist über dem Ventil. Ist der Motor eingeschaltet, kann dort die Luft zur Pfeife. Bei dem 4. Manual, unserem Hochdruckwerk, wird der Zug von der Taste sogar 3-mal zur Seite umgeleitet, um die Pfeifen, die ganz außen sind, mit Luft zu versorgen. Und so kommt es, dass ich von da unten Pfeifen spielen kann, die 8 oder 9 Meter von mir weg sind. Das sind also die Verbindungen von den Tasten durch die Orgel durch bis unter die Pfeifen. Und dass das bei einer so großen Orgel mit diesen dünnen Holzleisten funktioniert, ist gar nicht so einfach zu bauen. Denn die Tasten dürfen nicht zu schwer und nicht zu leicht gehen. Warum? Nicht zu leicht, weil sonst die Töne von ganz allein anfangen würden zu klingen. Nicht zu schwer, weil man sie sonst mit den Fingern nicht mehr bedienen kann. Denn ich habe noch etwas Besonderes. Man kann nämlich die Manuale miteinander verbinden. Das sind die sogenannten Koppeln. Ich zeige das mal, wie das aussieht. Jetzt drücke ich nur die Taste vom 1. Manual. Jetzt verbinde ich das 2. Manual mit dem 1. Jetzt kommt das 3. Manual noch dazu und sogar das 4. Manual, man sieht es nicht ganz so gut, kann man mit dem 1. Manual verbinden. Und ich muss die ganzen dünnen Holzleisten von allen Tasten mit bewegen. Das darf nicht zu schwer gehen. Für was braucht man diese Koppeln? Ich habe zum Beispiel auf dem 1. Manual eine schöne Flöte, die klingt so. Auf dem 3. Manual könnte ich die gleichen Töne so spielen, dass es ein bisschen wie Regentropfen klingt. Und wenn ich die Klänge jetzt zusammenbinden möchte, dann nehme ich die Koppel und es erklingt die schöne Flöte vom 1. Manual gemeinsam mit den Regentropfen vom 3. Manual.